Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir machen mal kurz eben eine kleine Meditation, dann haben wir mal wieder voll da. Ja, wir dürfen nämlich einen Maskenball besuchen. So. Genau. Wir wollen Twist. Wir sind mal dabei, Twist zu helfen. Weil wenn wir die nämlich wirklich, wenn wir ihr helfen mit dem. Ich habe auch was anderes. Ich habe auch eine andere Schlange. So. Ja, ja. Also nochmal. Wir helfen Twist bei ihrem Problem. Und wenn sie mir das helfen, dann haben wir sie zumindest schon mal für uns rekrutiert. Weil wir wollen ja dann irgendwann die wilde Jagd angreifen. Vielleicht sind wir dann schon mal durch mit dem Let's Play. Dann können wir mal gucken. Ich glaube, ich werde danach aber kein neues Projekt anfangen. Das wird mir dann zu viel, deswegen. Aber den Witcher wollte ich auch immer nicht mal machen. Definitiv. Ideal. Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Was hast du denn anzubieten? Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. So, was soll man denn holen? So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal die weg. Die weg. Die weg. Die weg. Ja, alles weg, was wir nicht brauchen. So, und dann holen wir uns noch ein paar Sachen dazu. Was brauchen wir? Eine Fuchsmaske auf jeden Fall. Haben wir irgendwas, was die da... Tunika, wir sollten Wams holen. Oder, was hat der gesagt? Gut, das brauchen wir nicht. Das sollen wir holen. Dann haben wir, glaube ich, auch alles, ne? So. Bis dann. Bringt Twist die Fuchsmaske. Gut, dann haben wir die Aufgabe auch schon mal erledigt. Beziehungsweise nicht erledigt, sondern teilweise. Ja. Hör auf, uns anständigen Leuten Angst zu machen. Ich hätte erwartet, dass die uns jetzt angreifen, aber das haben sie nicht getan, Gott sei Dank. Er hat es sich bequem gemacht. Meine ganzen Fußböden sind voller Schlamm. Vielleicht zieht sie endlich mal zu ihm. Sieht aus, als würden die beiden die loswerden wollen. Aber das ist nicht unser Problem jetzt. Das ist nicht unser Problem. So. Geralt. Da hat jemand gute Laune. Und? Nichts. Du siehst gut aus, wenn du aufgeregt bist. Hast du alles gekriegt? Ich hab alles. Alles ist fertig. Wir können gehen.
Nur schade, dass du dich nicht schick gemacht hast, wie ich dich gebeten habe. Hast du mich wirklich in Spitzenkragen und mit Rüschen an der Hose erwartet? Du würdest sogar in Krinolinen gut aussehen. Ich will gar nicht erst wissen, was das ist. Fürs Erste musst du mit Wasser und Hexer vorlieb nehmen. Also dann, gehen wir? Ja, bitte. Ja, ja. Guten Tag, Herr, Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herren Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Ach, wat. Gut. Na schön. Regeln sind Regeln. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Vielen Dank. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Hallo, Vivian. Nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. So, wir sollen... Ingrid Wegelbuth treffen. Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemüßter Sack. Ja. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Du wolltest es nicht anders. Du wolltest es nicht anders. Wir sollten doch keine Aufmerksamkeit erregen. Was? Ist doch nichts passiert. Gnade. Mir reicht besser die Klinge weg. Ich kann dir einen Besuch nur empfehlen. Ja, der hat mich provoziert, denke ich. Ich bin ein Kraken. Ich wollte eigentlich nichts ihm tun. Aber er hat nicht alles gewollt. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Dann nicht. Was war das? Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Okay. Gut. So, dann sollen wir treffen. Aber wir haben zum Glück keine Probleme mit den Wachen. Oh, ein Feuerspucker. Cool. Da ist sie. Entschuldigt mich kurz. Du bist... Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber... Können wir irgendwo allein sprechen? Ich glaube, wir kennen uns schon. Oh, du bist... In der Tat. Nun, ich bin erleichtert, dass Albert in gute Hände kommt. Dann holen wir ihn. Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell.
So. Woran erkennen wir ihn denn? Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magiern. Geralt, wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Gut. Für den Albert Wegelmund, der trägt eine Panthermaske. Lass uns Albert suchen. Moment. Wir müssen da lang. Ja, nicht. Wie färbst du dein Haar? Mit Petersilien-Tinktur? Vielleicht. Der da? Albert Wegelboot. Sehe ich vielleicht wie ein Hanswurst von Muttersöhnchen? Ist ein Löwe, ist kein Panther. Ach, bei den Göttern. Gut, der ist es nicht. Gut. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Wirtschaft. So. Ja, jetzt ist es schwierig gerade. Kann nicht. Ist das Atme. Eine so gute Idee, Hacker nicht zu bezahlen? Das kann ich jetzt nicht sagen. Hammel. Oh, der ist es nicht. Gut, dann gehen wir mal woanders lang. Warst du im Wüsten? Angeblich ist das eher ein Schwanenstall als ein Hauptstall. Das zweite Schwert, ist es für den Notfall, falls das erste bricht? Sehr. Nanu, hallo. Hallo. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Oh. Entschuldigung. Weiterkommst. Sind aber nicht alle mit Masken, ne? Schwer hier aber zu finden. Oh, Alter! Mit dem ewigen Feuer. Bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Ich habe ihn gerade mit dem Skal ein bisschen besser als er. Er könnte sogar schlimmer sein. Ich muss gerade ein bisschen durchgucken. Also, hab ich ihm gesagt? Das ist nicht. Hinten vielleicht. Und dann ein kolossaler Knall. Vorsicht! Ich sprang natürlich gerade noch bei. Ach du. Senkte mir nur die Augenbrauen. Okay, der ist. Chemie kann ein gefährlicher. Da unten sind noch Gäste. Also sowas. Mein Brauch, die Geschmeidigkeit und sind einfach die besten. Wilsen Sie wohl auf jeden Fall. Ja, aber auch hervorragend abgerichtet. Ohne meine Erlaubnis würden Sie nicht mal winseln. Sitz! Mehr ist, als hätten wir uns schon gesehen. Ja. Was sollte ein Hexer hier wollen? Da gibt's das denn? Ein echter Albino. Die Hexe brennt. Okay, die sind wahrscheinlich ja nicht. Finde Albert wie geputzt. Ja, ja. Und dann ein kolossaler Knall. Bin schon wieder zu spät. Ja? Bist du Albert? Albert Wegelboot? Nein! Ich bin ein schwarzer Panther! Ey, Jesus! Und war doch richtig. Oh, aber Graf. Deine Mutter schickt uns ein Panther. Schickt uns, Herr Panther. Oh, ihr seid also. Ja, wann können wir das Anwesen verlassen? Ja, Maman sagt, am besten warten wir, bis alle betrunken sind. Außerdem gibt es später Feuerwerk. Das ist eine prima Ablenkung. Wenn es anfängt, schleiche ich mich weg in den Garten. Wir treffen uns dann im Heckenlabyrinth. Wir warten da auf dich.
Sehr schön. Aber probiert vorher noch den Fiorano Rosé. Unbedingt. Hoffentlich hat Albert nicht vergessen, dazu, dass alles gut ist. Willst du draußen warten? Ich habe einen hübschen Platz im Garten gesehen. Warte mit Triss Merigold auf der Bank. Okay. Ich werde ihn rauswerfen. Das zweite Schwert ist für den Notfall als das erste. Dein Ruf steigt dir voraus. Moment. Wollen wir uns nicht kurz setzen? Hier. Endlich keine Maske mehr. Wenigstens für einen Moment. Tolle Aussicht von hier. Und Wein gibt's auch. Ist das lange her, dass ich zuletzt auf einem Ball oder bei einem Fest war? Was für eine angenehme Abwechslung von der Novigrader Kanalisation. Dann kann ich die Frage jetzt wohl stellen. Ja? Was ist mit dem Magier, den wir vorhin getroffen haben? Ach, Moritz, was willst du wissen? Ich hatte den Eindruck, dass er dich nicht besonders mochte. Ich glaube eher, er würde mich lieber als seinen Schützling sehen und nicht als seine Anführerin. Ja, aber du bist diejenige, die Magier aus Novigrad rausschleust. Manchmal frage ich mich, wie ich die eigentlich alle zusammengebracht habe. Ja, du bist aber charmant. Das war dein persönlicher Charme. Vorsicht, das klang wie ein Kompliment. Gut. Das sollte es auch. Oh, versuchst du etwa... Da kommt wer. Ist das Albert? Nein, ein verirrter Gast. Psst. Sucht sicher seine Geliebte. Wie in dem Elfenmärchen über den Frosch und die Lerche. Inchu, Inchu, Berg, Brogger. Stück für Stück, kleiner Frosch. Psst, gehen wir. Hoffentlich werden die anderen Gäste nicht so schnell betrunken wie ich. Na, das ging aber schnell. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Nüchtern. Oh nein, ich will mir erst ihr berühmtes Heckenlabyrinth ansehen. Angeblich sind die Statuen dort komplett. Ganz und gar. Ganz und gar was? Nackt. Und sonst nichts weiteres? Geralt. Triss, Geralt, warte. Kommst du? Ja, jetzt haut ihr der Alter auch noch ab, wa? Also ich muss so dir herlaufen. Kommst du? Groß finden muss ich sie nicht. Aber noch hat niemand bemerkt, dass wir weg sind. Oh. Vorsicht. Zwar blöd für Jen jetzt, aber... Das könnte auch blöde enden jetzt. Aber ich habe mal einfach sowas versucht. Herrin Merigold, endlich! Wie schade, dass wir uns unter so unangemessenen Umständen treffen müssen. Das kannst du laut sagen. Aber ich bin sicher, das werden wir noch gut machen. Ich muss dir unbedingt meine alchemistischen Rezepte zeigen. Ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht. Tausch trotzdem zur Sicherheit die Masken. Wir gehen zuerst. Geralt kommt direkt hinterher. In den Ställen warten gesattelte Pferde. Gut, wir treffen uns dort.
Eine Viertelstunde später. Finde aus dem Labyrinth raus, aber das machen wir in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, machen wir auch hier Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Witcher 3. Und ja, dann geht's weiter mit der Quest hier. Bis dann und auf Wiedersehen.